So, willkommen zur Vorlesung Fortgeschrittene Funktionale Programmierung in Haskell. Mittlerweile Vorlesung 10. Und was wir jetzt machen ist, wir holen die Teile nach, die wir sonst immer so ein bisschen aufgeschoben haben. Insbesondere bei der letzten Vorlesung, wo es um State ging, wollte ich eigentlich am Ende noch auf Monotransformers hinaus. Wir sind nur bis zur Hälfte gekommen, das heißt, wir machen jetzt die andere Hälfte. Das heißt, wir machen jetzt einmal ein kurzes Recap, was ist State überhaupt und wie funktioniert das. Und dann gibt es natürlich auch Beispiele und dann gehen wir da einmal durch. Okay, Wiederholung State. Kurz zusammengefasst, ich habe das jetzt leicht anders aufgeschrieben, weil ihr jetzt auch Record-Syntax kennt und so weiter und so weiter. Ein State war nichts anderes als eine Funktion S nach AS, die irgendwie eingepackt ist in diesen State-Konstruktor. Und diese Funktion, die wir da drin haben, nennen wir RunState. Und was somit eine State-Berechnung ist, ist, es produziert uns, wie wir hinten sehen, ein A mit Hilfe eines Parameters S und gibt ein neues S zurück. Und die Aufgabe von State ist eigentlich immer nur, jeweils das S zu nehmen, uns das A zu produzieren und einen geänderten State zu produzieren und den geänderten State dann wieder weiterzugeben. So dass wir uns nicht mehr um das S kümmern. Wir sehen das S überhaupt nicht in unseren Funktionsaufrufen, sondern das wird einfach im Hintergrund durchgereicht. Und auch kann theoretisch dann auch bei jeder Anwendung modifiziert werden, je nachdem, wie wir den State modifizieren, um unser A zu produzieren. Durch die Record-Notation erhalten wir zwei Funktionen. Einmal ganz klar den Konstruktor State, der uns so eine Funktion S nach AS nimmt und einfach einpackt. Wenn wir, da wir die Funktion da drin RunState genannt haben, kriegen wir auch eine Funktion RunState definiert, die einen fertigen State nimmt und uns die Funktion wieder herausgibt. Ja. Und um das nochmal zusammenzufassen, das hatte ich letztes Mal auch schon auf den Folien, wenn wir das halt monadisch benutzen, dann haben wir irgendwie Funktionen der Form foo nimmt irgendein A und produziert ein State SB. Oder auch einfach nur einen State SA. Oder wir haben hier fünf Parameter und produzieren irgendetwas. Wichtig ist, der letzte Parameter, beziehungsweise das Ergebnis, ist halt in dieser State-Monade mit dem State S, der im Hintergrund gehalten wird. Und wenn wir das jetzt einfach nur mal einsetzen, also die Definition quasi einfach nur einsetzen und diesen Konstruktor da drum wegnehmen, dann sehen wir, eigentlich wird foo dann so manipuliert, dass das State SB zu einem S nach Tupel BS wird. Und da das gecurried ist, ändert sich diese Funktionssignatur so, indem wir einfach nur diesen State-Typen ausgepackt haben und dahinter geschrieben haben. Also die beiden Sachen sind komplett identisch. Und was State dann halt im Prinzip tut, ist, wenn wir mal vergleichen, vorher haben wir einfach nur, wir kriegen ein A rein und kriegen State SB raus. Und später haben wir halt, es ist immer noch dieselbe Funktion, wir kriegen ein A rein und ein S, was unsere State-Monade automatisch da reinschiebt und kriegen ein BS zurück, aber monadisch kriegen wir halt nur das B zurück und die State-Monade kümmert sich um die Werte vom Typen S, die halt im Hintergrund rumgereicht werden, ohne dass wir da groß irgendwie vergessen können, einen State zu aktualisieren oder irgendwelche anderen Probleme, die sonst immer in statehaften Berechnungen auftreten. Kurze Frage, ob ihr das noch im Kopf habt. Den Code hatte ich letztes Mal so ähnlich auch auf einer Folie. Wer kann mir sagen, was das tut? Also erstmal, wir haben gegeben drei Datentypen. Einmal eine Position, was einfach nur ein zweidimensionaler Int ist. Eine Spielfeldgröße, was ein zweidimensionaler Int ist. Und ein Game State, also der Zustand unseres Spiels, der im Prinzip nur aus der Position und der Größe unseres Spielfeldes besteht. Frage ist, was macht diese Funktion rechts? Wer kann mir das relativ genau erklären, was hier wie passiert? Irgendwelche Vorschläge, Fragen? Sind irgendwelche Funktionen unklar? Oder das ist dieser Case Split ist einfach nur, du hast die Syntax Case, irgendetwas off und das irgendetwas hier in der Mitte wird ausgewertet und hier wird einfach nur geprüft, ist x plus 1 größer als sx
Und das hat natürlich nur zwei Fälle. Entweder es ist wahr, dann mache ich das eine, oder es ist falsch, dann mache ich das andere. Genau, das ist das, was wir letztes Mal schon hatten, jetzt auch einmal für YouTube. Mit der Funktion get holen wir uns den aktuellen Zustand. Das heißt, wir kriegen hier einen GameState mit V2XY, wo wir gerade stehen, und unsere Spielfeldbegrenzung SX und SY. Und dann gucken wir, ist X plus 1 noch innerhalb des Spielfeldes? Und beziehungsweise wir gucken, ist X plus 1 außerhalb des Spielfeldes? Und wenn das so ist, sagen wir Return False. Diese Aktion war nicht erfolgreich. Ansonsten aktualisieren wir den Game State und setzen unsere Position 1 weiter nach rechts und sagen, das hat geklappt. Das heißt, diese Funktion bewegt den Spieler nach rechts, wenn er sich nach rechts bewegen kann. Die stellt automatisch sicher, dass er nicht aus dem Spielfeld hinauslaufen kann. Oder wenn man das halt noch komplizierter macht, man kann in diesem Case selbstverständlich auch noch ganz andere Ausdrücke machen, wie ist da vorne Wand, ist da ein Monster, ist da sonst irgendetwas, und dann halt viele verschiedene Sachen machen. Auf jeden Fall, das ist jetzt nur ein simples Beispiel mit, ich laufe nach rechts, aber ich kann nicht aus dem Spielfeld hinauslaufen. Das heißt, das stellt sicher, dass die Position immer innerhalb unseres Spielfeldes ist. Ist das klar? Gut. Genau, das sagte ich gerade. In der Zwischenzeit haben wir aber auch schon Lenses gemacht. Und wenn wir jetzt uns überlegen, wir machen hier einfach Lenses draus, dass irgendwie POS die Lens ist, die auf die Position geht, und Board die Lens, die auf das Spielfeld geht, dann können wir den Code auch theoretisch so umschreiben. Ob das jetzt besser lesbar ist oder schlechter lesbar ist, ist nochmal eine Geschichte für sich. Aber dieser Code tut genau dasselbe. Der einzige Unterschied ist, ich habe hier die Bedingung einmal umgedreht. Ja. Weiß irgendwer, wie dieser Code funktioniert? Wie der wohl intern funktioniert? Er tut dasselbe, aber wie? Ja, so ungefähr. Ich erkläre das nochmal. Mit Lenses können wir halt durch diese Datenstruktur durchgreifen. Und unsere Datenstruktur hier ist der Game State, auf den wir durchgreifen wollen. Und wenn wir auf die X-Koordinate der Position greifen wollen, dann benutzen wir hier die Positionslens, was uns einen zweidimensionalen Vektor gibt. Und das erste Element in einem zweidimensionalen Vektor ist X. Und V2 hat natürlich auch Lenses, sodass wir einfach sagen können, wir sagen hier, POS X geht halt in den Game State rein und fokust uns das X in der Position, und Use liest das dann einfach nur aus. Ist im Prinzip ein Get, also Get gibt uns ja den gesamten Zustand zurück, und Use gibt uns nur gezielt den einen Fokus zurück. Ja? Müsste man nicht erst POS machen und dann X? Ja, du holst die, die Frage war, müsste man POS.x nicht eigentlich umdrehen mit x.pos? Die Antwort ist, nein, so ist es korrekt, weil Lenses kombinieren sich so, dass du von der groben Struktur in die feine gehst, weil das ist immer noch Funktionsverkettung, aber die Sache ist, du hast hier den Fokus, der dir aus einer Position das X holt, und packst diesen Fokus in die Lens rein, die dir die Position rausholt, und packst diesen Fokus in die Lens rein, die dir, die auf den Game State zugreift. Und dann genau, das ist genau diese Struktur mit den Dreiecken, die wir hatten, dass wir uns speziell einfach in unsere Datenstruktur runterhangeln können. Und so ein Game State wird in echten Spielen unglaublich kompliziert. Also da habt ihr irgendwie Render-Informationen, ihr habt Spielfeld-Informationen, ihr habt irgendwo Tastenbelegungen und so weiter und so weiter. Und das sind Records in Records in Records. Und da wollt ihr nicht immer auf den gesamten Game-State matchen, wie hier, weil das wird extrem eklig. Und so könnt ihr einfach sagen, okay, ich hätte gerne aus dem Positionstypen die X-Koordinate, und dann kriegt ihr die raus. Dann sagt ihr, ich hätte aus dem Board-Typen die X-Koordinate, kriegt die raus. Und dann guckt ihr einfach, ist das valide? Da könnt ihr theoretisch dann auch noch viele weitere Abfragen machen, wie steht da eine Kiste oder sonst irgendwas, was dann halt
irgendwelche genauen Abfragen sind. Ihr könnt dann ja zum Beispiel auch über Lenses Array Zugriffe machen, dass ihr alle Kisten in einem Array habt oder so. Und dann sagt, habt ihr hier ja mit x plus 1 genau die Position ausgerechnet und könnt dann sagen, jetzt gib mir mal bitte, was ist an dieser Stelle, wo ich hingehen möchte. Könnt ihr gezielt mit der Lens reingehen und kriegt das Element raus, ohne dass ihr euch irgendwie durch Strukturen durcharbeiten müsst und so weiter und so weiter. Das Valid ist halt true, wenn wir da drauf gehen können, und false, wenn wir nicht drauf gehen können. Und dann sagen wir einfach, es gibt diesen schönen Konstruktor when, diese schöne Funktion when, die einfach nur ein if ohne else-Zweig ist. When valid, mache diese Aktion. Und diese Aktion ist genau dasselbe. Wir definieren hier wieder eine Lens in unseren GameState rein. Wir sagen post.x. Das ist unsere Lens, die wieder den Fokus auf die x-Koordinate in unserer Position setzt. Und sagen dann einfach plus gleich 1. Und das plus gleich ist sehr, sehr ähnlich zu dem, was ihr aus imperativen Sprachen kennt. Es aktualisiert einfach den Zustand, der im Hintergrund ist. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einfach nur einen Vektor 2 hättet oder so, dann könntet ihr einfach in so einer Notation, wenn ihr hättet einen State V2 irgendwas, dann könntet ihr einfach schreiben x plus gleich 5, y plus gleich 7 und dann werden die Koordinaten in dem Vektor automatisch passend gesetzt. Ihr könnt auch kompliziertere Sachen machen. Es gibt da nicht nur diese Update-Funktion, es gibt da natürlich auch noch Modifizierungsfunktionen, wo ihr Bedingungen reinpacken könnt und so weiter und so weiter. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Art, mit einem State im Hintergrund zu arbeiten, weil ihr einfach nur sagen könnt, so in meine Datenstruktur rein, da das machen, fertig. Und braucht euch um nichts mehr zu kümmern und das läuft alles vernünftig im Hintergrund durch. Und dann returnen wir einfach, war der Zug gültig? Also konnten wir da hinlaufen oder nicht? Wenn es natürlich true ist, wurde das hier oben ausgeführt, dann konnten wir da hinlaufen. Und wenn es false ist, wird diese when-Zeile nicht ausgeführt und wir geben einfach return false zurück. Das heißt, das ist sehr viel kompakter. Und wenn man sich so ein bisschen an diese Lens-Schreibweise, insbesondere in Kombination mit State, gewöhnt hat, finde ich, liest sich das einfacher, als wenn ich da so einen riesen Blob an Text habe und alles ist irgendwie bunt und ich weiß gar nicht, ich nehme hier den Game State und dann konstruiere ich hier unten einen neuen Game State, den ich mit Put ändere. Jetzt möchte aber irgendwer hier irgendwo was zwischen machen und puttet da irgendwie einen anderen Game State. Und dann kann es passieren, dass ich ein Update mache, wo ich aber zwischendurch irgendeine Funktion aufgerufen habe, die ein Update gemacht hat, ich aber danach nicht mehr mit Get mir den aktuellen Zustand geholt habe. Das heißt, es kann sein, dass ich irgendwelche Zustandsänderungen vergesse. Und das ist halt anfällig und ein bisschen gefährlich und so hat man da überhaupt kein Problem mit. Ich sage einfach, das und das und das will ich benutzen, mache meine Operation und sage, wenn es geklappt hat, mach ein Update und ansonsten machst du halt nichts. Gibt es dazu noch Fragen? Keine? Gut. State ist halt schön und gut. Jetzt kommen wir halt ein bisschen weiter. Wir haben bisher in State immer nur einen direkten Wert gehabt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel den GameState drin gehabt. Was ist aber, wenn wir zum Beispiel ein State Either EA haben? Wir haben irgendwelche Sachen, die sind halt zustandsbehaftet, aber es kann halt auch fehlschlagen. Ne? Oder andersrum ein Either E State A. Ne? Weil wenn wir das halt so schreiben, wenn wir schreiben State Either EA, dann können wir die gesamten monadischen Eigenschaften von Either nicht mehr benutzen. Also wir können das Either intern halt nicht mehr verketten, weil gerade das monadische Bind mit Do-Notation ist dann halt hier auf die State-Monade festgelegt. Wenn wir es andersrum machen, wenn wir das State in den Either packen, dann ist das monadische Bind halt das Either, was immer nur den Write-Fall ausführt. Aber da drin kommen wir halt nicht mehr ohne Probleme in die State-Monade, sondern wir müssen dann immer ein Pattern-Matching machen und sagen, wenn ich jetzt im Write-Fall bin, dann mach doch bitte diese State-Berechnung. Die Frage ist, wie kann man das lösen? Das sind halt beides Monaden, kann ich die irgendwie kombinieren? Antwort, natürlich, sonst würden wir die Vorlesung nicht halten. Das ist halt die Kombination von Monaden. Und wie ihr halt schon gesehen habt, jede Monade fängt irgendwie eine Eigenschaft ein. Also State fängt halt die Eigenschaft ein, ich habe irgendwelche Daten im Hintergrund, die automatisch durchgereicht werden, die immer verfügbar sind. Oder Either ist, ich habe eine lange Berechnung, die fehlschlagen kann mit einer Fehlermeldung. Aber wenn sie halt komplett durchläuft, kriege ich am Ende das Ergebnis und ich muss mich nicht immer um den Fehlerfall kümmern. Oder wenn ich eine Maybe habe, dann weiß ich, das läuft
Wenn ich am Ende einen Just kriege, weiß ich, okay, ist alles durchgelaufen, ist supi. Wenn ich einen Nothing kriege, weiß ich, okay, irgendwas ist falsch gelaufen, aber ich brauche nicht bei jeder verdammten Funktion auf ein Nothing prüfen. Ne? Und deswegen gehen wir halt nochmal ein bisschen zurück. Wir hatten ganz am Anfang, als wir mit Monaden angefangen sind, so einen Code in der Maybe-Monade, wo wir halt gesagt haben, wir haben hier einen Folder, den wir aus der Inbox holen. Es kann aber sein, dass der Folder in der Inbox gar nicht da ist, also kriegen wir irgendwie einen Maybe-Folder zurück. Wir holen die erste Mail aus dem Folder, entweder ist sie da oder nicht. Wir holen den Header, entweder ist er da oder nicht und so. Auf jeden Fall, das ist alles in der Maybe-Monade. Und läuft halt so einfach durch. Irgendwelche Fragen dazu? Das müsste eigentlich sitzen. Ich sehe keine. Gut. Wenn wir jetzt aber das Szenario ändern, das war jetzt eben nur komplett pur Maybe. Jetzt ändern wir das Szenario und sagen, wir möchten irgendwie zwischen dem Get-Inbox und dem Get-First-Mail irgendeine IO-Aktion durchführen. Weil wir, keine Ahnung, Zugriffe loggen wollen, weil versucht auf Mails von Leuten zuzugreifen, die ihm nicht gehören, was auch immer. Wir wollen aus irgendeinem Grund dazwischen irgendwas machen oder zum Beispiel in einem Netzwerk-Setting, der Server hat uns erstmal einfach nur die Liste der Verzeichnisse gegeben und wenn wir jetzt in ein Verzeichnis rein möchten, müssen wir vorher den Inhalt der Verzeichnisse einmal aus dem Netzwerk holen. Weil das wollen wir halt nicht sofort für alle machen, ansonsten laden wir alle 30.000 Mails runter, obwohl wir nur eine angucken wollen. Ja, und das kommt halt relativ häufig vor und die Frage ist, wie machen wir das? Problem ist halt, die IO-Monade ist nicht die Maybe-Monade. Das heißt, wir können die Do-Notation nicht einfach so runter benutzen. Das funktioniert nicht. Wir können die halt nicht mischen. Und dann sieht der gesamte Code extrem hässlich aus. Das ist eine Variante, die funktioniert. Ist allerdings extrem hässlich und auch schwer zu lesen. Wir haben hier wieder dieses Case-Splitting. Wir sagen Case, Get Inbox. Und entweder kriegen wir einen Folder, dann machen wir einen Riesenblock. Und ansonsten, hier in der letzten Zeile, wenn wir Nothing kriegen, geben wir Nothing zurück. Ja? Und auch der Typ ist jetzt I.O., Maybe Header. Das heißt, wir haben das Ganze in I.O. gekapselt. Und theoretisch kann da halt neben, wenn wir jetzt sagen, wir wollen nur Logging zulassen, kann neben dem Logging natürlich auch noch vieles anderes passieren. Es kann ja auch sein, dass irgendwer eine böse Funktion schreibt, die irgendwie hier in GetFirstMail irgendeine IO-Aktion durchführt und dann sagt, also die Mails mache ich mal ein Sicherheitsbackup auf meinem Server davon, bevor ich sie dir gebe. Also der Code ist halt nicht mehr komplett sicher. Und das Einzige, was wir hier ändern wollten, wenn wir nochmal zurückgehen, wir haben weiterhin diese Funktion GetInbox, GetFirstMail, GetHeader, die wir aufrufen. Und die stehen ja auch immer in den Cases. Case, Get Inbox, Case, Get First Mail, Case, Get Header. Das Einzige, was ich jetzt hier von der IO-Monade hinzugefügt habe, ist diese eine Zeile PutStringLineDebug in der Mitte der Folie. Und der Rest ist eigentlich relativ unverändert und tut dasselbe. Die Frage ist, wieso muss ich sowas Einfaches so furchtbar kompliziert umschreiben? Nur weil ich irgendwie eine Zeile einfügen wollte. Das kann es ja wohl nicht sein. Ne? Die Frage ist, können wir nicht einfach einen neuen Typen erfinden, der Maybe und I.O. irgendwie kombiniert? Wir bauen dann eine Monade draus, die das alles handelt. Und dann können wir auch wieder Do-Notation verwenden, weil die Maybe-I.O.-Monade weiß halt, wie Maybe funktioniert, weiß, wie I.O. funktioniert und macht dann schon das Richtige. Wäre ja ein schöner Traum. Irgendwem jetzt das Setup, worum es geht, nicht klar, oder? Gut. Wir sagen, wir müssen halt einen neuen Typen bauen, wo wir das Ganze halt einpacken, weil auf I.O. ist schon eine Monade definiert, auf Maybe ist schon eine Monade definiert und wir können das halt immer nur einmal instanzieren. Das heißt, wir bauen jetzt einfach nur einen Typen Maybe.io, der nichts anderes ist als einen Container mit dem Konstruktor Maybe.io, wo das IO Maybe R, was eben die Typsignatur war, drinsteht. Und mit Run Maybe IO können wir es dann quasi wieder auspacken. Das heißt, auch hier haben wir, genau wie bei dem State eben, den Konstruktor, der uns diese Funktion einpackt und die Funktion Run Maybe IO, die uns über die Record-Notation generiert wird, die das Ding einfach wieder auspackt. Das ist einfach wieder nur einpacken, auspacken, damit wir einen neuen Typen haben, für den wir wieder andere Instanzen schreiben können. Und
Das Einzige, was wir jetzt nur noch machen müssen, ist, wir müssen die Monadeninstanz inklusive der Voraussetzungen, also Functoren Duplicative, schreiben. Und dann soll die das tun, was wir möchten. Ne? Und damit fangen wir jetzt an. Wir schreiben erstmal die Functor-Instanz. Und für das Schreiben nehmen wir jetzt wieder schön die Hilfe des Compilers, indem wir diese Typed Holds benutzen, wo wir wieder angegeben kriegen, was wir machen müssen und welche Variablen wir im Scope haben. Das ist immer relativ praktisch, wenn man weiß, das Ding muss ja irgendwie existieren, wir wollen das machen, also steht die Typsignatur fest und wir müssen jetzt nur noch die Implementation schreiben. Ja, was ist halt das Erste, was wir hier kriegen? Wir kriegen eine Funktion f vom Typen a nach b und wir kriegen einen Input vom Typen maybe.io.a. Was ist das Erste, was wir machen? Irgendwelche Vorschläge? Genau, den Input erstmal auspacken. Wir wenden run maybe.io an, kriegen das ausgepackt. Grandios, wir haben den Typen geändert, es ist jetzt ein io maybe.a. Gut, jetzt haben wir halt irgendwie die Funktion a nach b und wir haben ein doppelt eingepacktes a. Irgendwelche Ideen, was wir da machen können? Wir nehmen einen maybe.io und packen eine Funktion auf a. Also dann haben wir einen maybe.io a nach b, oder? Wie übergibst du der Funktion das A? Du hast hier den Typen IO maybe A. Wie kommst du an das A dran? Um die Funktion anzuwenden. Unwrapped hat den Typen IO maybe A. Du hast nicht das A selber, du hast das IO maybe A. Du hast den maybe IO Konstruktor weggeschmissen und hast jetzt nur noch das IO maybe A. Aber da musst du ja jetzt trotzdem irgendwie drankommen. Pattern Matching ist eine sehr gute Idee. Auf welche Patterns matcht man bei I.O.? Das ist nämlich das Interessante an der Sache, auf I.O. kannst du nicht Pattern matchen. Weil das ist eine interne Sache, das wird vom Compiler gestellt und du kannst auf I.O. nicht Pattern matchen, weil ansonsten könntest du aus I.O. ausbrechen. Dann mache ich halt ein Pattern Match und nehme den Inhalt von I.O. raus, der aber vielleicht noch gar nicht passiert ist. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Genau, das ist genau die richtige Antwort. Beide sind Funktoren. IO ist ein Funktor und maybe ist ein Funktor. Und das heißt, wir fmappen fmapf da rein. Das heißt, das erste fmap hier, das hebt uns durch IO rein, durch IO durch. Und dann kriegen wir halt einen maybe a. Und wenn wir jetzt fmapf aufrufen, wandelt das unser maybe a mit Zuhilfenahme der Funktion in ein maybe b um. Und deswegen, nachdem das jetzt geFmapped wurde, haben wir ein io maybe b. Irgendwelche Vorschläge, was wir jetzt tun müssen? Genau, wir müssen das Ding jetzt nur noch einpacken. Damit haben wir es wieder verpackt. Und jetzt haben wir ein maybe io b. Und jetzt gucken wir, was wir haben wollten. Hey, wir wollen ein maybe io b haben und schreiben das einfach oben hin. Und das war jetzt die naive Variante, wie man da dran kommt. So würde ich das erstmal aufschreiben, um den Code zu generieren. Aber wir sehen ja einfach, wir nehmen hier das maybe.io auf den Input, packen das, es ist unwrapped, schmeißen das an diese Funktion, an fmapf, und das schmeißen wir an den Konstruktor maybe.io. Und wenn wir Sachen einfach nur durchreichen hintereinander, dann können wir das auch einfach hintereinander schreiben, im Point-Free-Style. Und dann fällt diese ganze Funktion zusammen auf auspacken, komplett durch fmappen, weil wir zwei Funktoren ineinander haben, machen wir fmap, fmapf und dann packen wir es wieder ein. Und das ist das gesamte Vorgehen, was wir machen, um diesen Funktor, die Funktorinstanz für maybe.io zu schreiben. Gibt es dazu noch irgendwelche Fragen? Gut, keine. Als nächstes kommt Applicative. Das sieht, da müssen wir halt Pure und dieses Apply instanzieren. Bei Pure haben wir jetzt ein A gegeben,
und wir sollen ein Maybe.io-A produzieren. Wie machen wir das? Irgendwelche Vorschläge? Keine Vorschläge? Dann gebe ich euch mal einen Tipp. Wir müssen es am Ende auf jeden Fall einpacken. Ne? Weil wir sollen ein Maybe.io-A produzieren. Das Einzige, wie wir Maybe.io irgendetwas produzieren, ist, indem wir den Konstruktor anwenden. Und jetzt müssen wir nur noch ein I.O. Maybe A aus dem A produzieren. Ja? Das muss dann ja I.O. just A sein. I.O. just A. Meinst du? Ja, aber I.O. ist ja kein Konstruktor. Wie kriegst du einen Wert in I.O. rein? Kleiner Tipp, I.O. ist eine Monade. Pure oder genau, du kannst mit Pure... Weil I.O. eine Monade ist, ist I.O. natürlich auch ein Duplicative. Also gibt es auch ein Pure auf I.O. Und das heißt, du kannst einfach Pure anwenden. Und jetzt hast du ja ein A und willst ein Maybe A haben. Das hast du eben schon gesagt, da können wir den Konstruktor Just verwenden. Oder wir können auch einfach Pure verwenden. Das tut halt das Richtige. Ja? Und jetzt brauchen wir nur noch ein A. Wir haben ein A. Großartig. Können wir da hinschreiben. Und jetzt haben wir wieder, so wie ich das naiv schreiben würde, den Fall, wir haben da viele Dollars stehen und wenn wir da viele Dollars stehen haben, können wir die ersten Dollars, also alle Dollars bis auf das letzte, immer durch Punkte ersetzen. Und jetzt sehen wir weitergehend noch, wir haben hier hinten nur das A dahinter stehen und wir haben hier bei Pure das A auch ganz am Ende stehen. Das heißt, wir können das auch einfach weglassen. Und damit fällt Pure dann zusammen auf maybeio.pure.pure. Ich meine, wenn ich euch den Code jetzt einfach gezeigt hätte, kommt man da ja nicht direkt drauf. Aber das ist halt der Code, der dann immer in Libraries steht. Die Leute haben natürlich vorher diesen Code geschrieben und haben sich dann überlegt, der ist ein bisschen hässlich. Wie kann ich denn das eigentlich noch eleganter machen? Und sind dann, das kann ich machen, das kann ich machen. Okay, aber viel mehr sehe ich jetzt nicht. Und jetzt ist es klar, das, was reinkommt, wird erst in Pure gepackt. Dann ist es ein Maybe-A, dann wird es in Pure gepackt, das ist ein I.O.-Maybe-A und dann wird es in Maybe-I.O. gepackt und dann ist es komplett eingepackt. Und so kann man dann halt schönen Code schreiben, also in Anführungszeichen schönen Code, zumindest kompakteren Code. Und das ist auch meistens so, das werdet ihr auch, wenn ihr das Projekt macht, merken, schreibt es erstmal runter, ganz naiv und jedes Mal, wenn man dann nach 2-3 Tagen nochmal drüber guckt, da sieht man, ach, das ist ja eigentlich das und hier kann ich das machen und das kann ich damit ersetzen. Und irgendwie das erste Projekt, bis es erstmal irgendwie halbwegs funktioniert, hat so 500 Zeilen. Und nach 2 Wochen ein bisschen drüber gucken, ein bisschen dran feilen, ein bisschen abstrahieren, hat euer Projekt auf einmal nur noch 250 Zeilen, kann mehr, aber sieht halt viel kürzer aus und viel eleganter und für Leute, die gut Haskell können, auch lesbarer. Weil es stehen nicht überall Where-Clauses und 3 Variablen und sonst irgendwas drin rum. So, das war ein kleiner Sidetrack. Die Sache ist, jetzt sollen wir Apply schreiben. Wir müssen ein Maybe.io-B konstruieren und wir haben ein Maybe.io-A und wir haben eine Funktion in dem Maybe.io, also ein Maybe.io-A nach B. Irgendwelche Ideen, was wir machen können? Ist eigentlich dasselbe Vorgehen wie immer. Wie produzieren wir ein Maybe.io? Genau, wir müssen es halt erstmal einpacken. Grandios. Haben wir schon mal einen Teil geschrieben. Und jetzt steht hier, okay, wir müssen ein I.O. Maybe B konstruieren. Gut, was haben wir noch? Wir haben hier noch 2 Maybe.io's rumliegen. Können wir mit denen irgendwas anfangen? Das eine auspacken und den Rest fmappen? Funktioniert nicht ganz. Aber auspacken ist schon mal eine gute Idee. Wir können einfach die beiden Sachen erstmal auspacken. Weil wir müssen sie eh anpacken, dann, weil über Maybe.io haben wir ja nichts definiert. Wir haben gerade einen Funktor definiert, aber wenn wir Applicative definieren sollen und das über Funktor gehen würde, macht das wenig Sinn, das funktioniert nicht. Das heißt, wir packen einfach die beiden Sachen aus und jetzt haben wir einen I.O. Maybe A nach B und einen I.O. Maybe A. So, und jetzt muss man einmal ganz scharf hingucken und viel mit dem Compiler rumspielen und viel mit Typetools rumspielen. Da habe ich keine schöne Erklärung gefunden, wie man das sich herleiten kann.
Das Ergebnis sieht auf jeden Fall so aus. Genau, was? Ist relativ einfach, wenn ihr euch das mal anguckt, ist das hier einfach nur ein F-Strich applied auf X-Strich. Das ist das Applicative von I.O. Ne? Das heißt, wir machen hier F-Strich, apply X-Strich. Das ist das Applicative von I.O. Und was wir jetzt machen, ist, wir F-mappen das Applicative von Maybe da rein. Ne? Das heißt, wenn wir das Applicative hier angewendet haben, in das F-Strich, haben wir da ein I.O. Das ist die Funktion. Also haben wir ein I.O. Maybe eine Funktion applied. Ne? Beziehungsweise ein I.O. Maybe eine Funktion applied. Und das zweite Argument fehlt. Und das applyen wir jetzt auf das zweite Ding in I.O. Das heißt, wir applyen das auf das I.O. Maybe A. Beziehungsweise, da wir das schon ge-f-mapped haben, ist das dann nur noch ein Maybe A. Das war, glaube ich, etwas schwer, ne? Ich glaube, ich muss dafür... Genau. Ich glaube, ich muss dafür einmal ein bisschen an der Tafel rummalen. Das tut mir leid für YouTube. Aber die können das am PC zu Hause ausprobieren. Wir haben ein... genau. F', ich muss mir das gerade mal aufmalen, ist... nicht ist... hat den Typen... I.O. Maybe A nach B. Und X' hat den Typen I.O. Maybe A. Ne? Und wenn wir jetzt das Apply F mappen, dann kriegen wir, wenn wir das Apply jetzt rein F mappen, auf das F', kriegen wir so etwas wie... dann kriegen wir einen I.O. Und dann haben wir hier einen Maybe irgendeine Funktion, also unser Maybe F, applied. Und das zweite Argument fehlt noch. Ne? Das ist jetzt etwas informell geschrieben. Das heißt, wir haben die Funktion hier schon mal reingelegt. Und es fehlt jetzt der zweite Parameter. Und jetzt nehmen wir das Apply von I.O. und machen das mit I.O. Maybe A. Und genau. Und dieses Apply fügt jetzt diese Funktion, der zweite Parameter fehlt, mit diesem Ding zusammen. Das heißt, wenn wir das jetzt ausführen, dann haben wir quasi ein I.O. BF applied auf maybe A. Ne? Und apply ist auf maybe natürlich definiert. Und damit können wir das ausführen. Und damit kriegen wir einen I.O. Maybe B. Sind die Schritte soweit klar? Dass wir halt hier, wir gehen halt von dem hier oben aus und f-mappen halt das Apply hier rein. Ja? Vorher haben wir nur einen I.O. maybe F und einen I.O. maybe A. Und wir applyen jetzt das Apply von maybe. Mappen wir jetzt hier rein. Das heißt, wir haben einen I.O. maybe F apply irgendwas. Hier fehlt halt noch der zweite Parameter. Und das applyen wir auf den Wert I.O. maybe A. Und durch das Apply können wir das halt zusammenschreiben. Das heißt, wir haben das I.O. jetzt außen. Und innerhalb von dem I.O. haben wir einen maybe F applied auf maybe A. Und apply auf maybe funktioniert, wissen wir. Das heißt, das wendet einfach nur die Funktion darauf an. Also kriegen wir ein I.O. maybe B. Ja? Also ist da oben praktisch in der Zeile, die du da stehen hast, das erste apply, das Argument von F. Genau. Das erste apply ist... deswegen steht das hier in Klammern. Das erste apply ist das Argument zu fmap. Das heißt, die Funktion apply wird in die Funktion reingemacht
Und damit ist es halt nicht mehr ein Maybe A nach B, sondern ein Maybe, Maybe F applied auf irgendetwas. Und das können wir dann mit dem Wert kombinieren. Und apply schmilzt uns halt zwei von diesen Dingern zusammen. Wenn wir links eine Funktion haben und rechts einen Wert, schmilzt uns das zusammen. Und deswegen können wir durch das apply dieses maybe f apply und das maybe a zusammen in das I.O. stecken. Und dann werten wir das hier drin einfach nur aus, weil apply auf maybe kennen wir. Und dann kriegen wir maybe b und das ist genau das, was wir gesucht haben. Ist das jetzt ein bisschen klarer geworden? Ja? Woher der Compiler weiß, welches Apply zu welcher Monade gehört, der macht Typinferenz. Das ist halt die einzige Möglichkeit, wie die Typen passen können. Weil, wenn du dir mal die Typen, die stehen hier, die standen da unten, da muss ich nochmal einen zurückgehen, die Typen standen ja hier unten, F hat den Typen IO irgendwas und X hat den Typen IO irgendwas. Und da oben steht, stand nur Apply zwischen. Zwischen F und X stand ein Apply und dann weiß er, das muss das Apply von I.O. sein, weil du zwei I.O.-Dinger miteinander applyst. Und da ich das ge-F-mapped habe, also da das erste Apply ge-F-mapped wird, weiß er, wenn ich das F-mappe, greift das auf den Inhalt zu. Also muss es das Apply von Maybe sein. Das findet der Compiler selber heraus und das ist halt das Verwirrende, dass hier in dieser Zeile zweimal Apply auftaucht, es aber zwei komplett unterschiedliche Instanzen sind. Das sind zwei komplett verschiedene Funktionen und der Compiler findet über Typinferenz raus, welche er jetzt gerade nehmen muss. Wenn du ihn in Klammern machst, dann setzt du ihn in Präfixschreibweise. Das ist ja hier Präfixschreibweise, weil der auf der linken Seite kein Argument erwartet, sondern der erwartet seine zwei Argumente auf der rechten Seite, weil fmap halt das Argument von rechts dran wirft. Ansonsten kriegst du Fehler, weil er, wenn du die Klammern dann nicht drum machst, kriegst du einen Fehler, weil der GHC dann versucht, auf der linken Seite irgendein Argument zu finden, was er natürlich nicht finden kann. Und deswegen sagst du ihm, die Argumente stehen alle auf der rechten Seite, weil wenn du sie ge-F-mapped hast, stehen sie alle auf der rechten Seite. Ich meine, ich könnte das hier an der Tafel auch nochmal ein bisschen genauer machen. Das steht halt dann in Präfixschreibweise, also ist das apply in Klammern und dann haben wir hier maybe f. Ne? Und das ist ein partially applied apply. Also apply nimmt ja zwei Argumente und kriegt hier eins und das zweite steht da hinten. Ja? Du kannst alles in jeder Schreibweise schreiben, aber ich glaube, an dieser Stelle kriegst du es nicht eleganter hin. Dann müsstest du, wenn du mit where die Sachen machst und so und die Funktion selber schreibst, geht das vielleicht. Ansonsten funktioniert das nicht. Also das in das ist so die eleganteste Schreibweise, die ich gefunden habe. Alles andere ging irgendwie mit drei wheres und ich muss die Typen da dran schreiben, weil der GHC die nicht automatisch rausfinden kann und so weiter und so weiter. Aber was ich wichtig fand, war eben nochmal der Hinweis, dass das bei Pure hier oben ja genauso ist, dass der Compiler herausfindet, welches Pure das jetzt ist. Er weiß ja, wenn ich jetzt mal von links nach rechts lese, ist es, das erste Pure ist ja das von I.O. und das zweite Pure ist ja das von Maybe. Das weiß er automatisch über die Typen. Er weiß ja, er muss einen I.O. Maybe A konstruieren. Das heißt, die erste Verpackung muss ja ein I.O. sein, also ist das Pure von I.O. und das da drin ist ein Maybe, also ist das Pure von Maybe. So. Weitere Fragen? Oder ist das... Das ist so einer der schwersten Knackpunkte codetechnisch, wo man den größten geistigen Sprung machen muss. Dann kommen wir zu den Monaden. Und hier habe ich euch einen Teil der Arbeit schon mal abgenommen. Return is Pure. Große Überraschung. Und am Ende, in dem Bein, müssen wir das natürlich am Ende wieder einpacken. Was irgendwie logisch ist. Okay, Setting ist jetzt, wir müssen irgendetwas vom Typen IO maybe B produzieren. Wie in den anderen Instanzen auch. Wir kriegen aber gegeben einen X vom Typen IO maybe A, vom Typen maybe IO A und eine Funktion vom Typen A nach maybe IO B. Ja? Das heißt,
Was machen wir jetzt als erstes? Was können wir überhaupt tun? Keiner? Dann kann ich auflösen, dass das Erste, was wir erstmal irgendwie tun müssten, ist, wir haben hier eine Maybe-IOA. Mit dem können wir überhaupt nichts anfangen. Das heißt, wir müssen das erstmal auspacken. Ne? Jetzt haben wir einen IO-Maybe-R. Ne? Und was können wir halt jetzt machen? Es gibt jetzt mehrere Wege, da dran zu gehen. Ich glaube, ich zeige euch einfach einen Weg, den ich gewählt habe. Weil man könnte jetzt hier diese Funktion zweimal rein fmappen und dann ganz krude Dinge tun. Das wird aber nicht zum Erfolg führen. Wir definieren hier Bind und bei dem Applicative haben wir schon gesehen, wir haben da das Apply benutzt. Das Apply von IO und das Apply von Maybe. Das heißt, irgendwie werden wir jetzt wahrscheinlich das Bind benutzen müssen. Also, das Einzige, was wir irgendwie binden können als Wert, ist das X. Ja? Und wenn wir jetzt das X einfach mal binden, dann kriegen wir hier eine Funktion vom Typen maybe A nach IO maybe B. Ja? Nochmal binden. Was möchtest du nochmal binden? Wenn du etwas binden möchtest, müsstest du zumindest irgendwas reinschmeißen, was dann am Ende einen maybe A rausgibt oder einen IO maybe B. Das ist problematisch. Du hast halt nichts mit dem passenden Typen, was, wenn du es in Bind einsetzt, dir irgendetwas bringt, was irgendwie weitergeht. Allerdings, was man machen kann, wir haben hier maybe A und wir haben hier eine Funktion von A nach maybe IO B. Das heißt, wir können einfach erstmal versuchen, die Funktion zu fmappen. Ne? Weil vorher hatten wir hier einen maybe A, was wir genommen haben. Und wenn wir die Funktion angewendet haben, haben wir zumindest ein maybe, maybe IOB. Das heißt, wir haben das A schon mal in den B konvertiert. Jetzt müssen wir nur irgendwie die Typen übereinander kriegen. Und das ist jetzt die große Aufgabe. Ne? Und der nächste Schritt, was man hier bemerken kann, ist, aus einem maybe auspacken, kriegen wir wahrscheinlich schon irgendwie hin. Aber hier ist ja noch ein maybe IOB, was wir dann irgendwie zurückkriegen. Und ein maybe IOB in ein IO maybe B zu verwandeln, kriegen wir auch hin. Das ist nämlich einfach run maybe IO. Und jetzt haben wir die Sache, wir haben hier maybe, maybe IOB und müssen einen maybe IOB konstruieren. Wie tun wir das? Naja, ganz naiv, wir schreiben uns eine Funktion, die das tut. Und die habe ich jetzt einfach mal da oben rausgenommen und hier unten nochmal separat hingeschrieben, weil ansonsten wird das da oben einfach zu voll. Das heißt, Aufgabe ist jetzt hier immer noch dieselbe. Lasst euch jetzt hier nicht verwirren von dem A1, das hat der Compiler nur automatisch umbenannt. Die Sache ist, wir haben immer noch, wir haben jetzt hier einen A vom Typen maybe, maybe IO A1 und müssen jetzt ein maybe IO A1 produzieren, also wir müssen es auspacken. Irgendwelche Ideen, wie man etwas aus einem maybe auspackt? Ja. Was du eben hattest. Auf Maybe können wir nämlich Pattern matchen. Auf Maybe können wir nämlich Pattern matchen. Und jetzt haben wir halt hier zwei Fälle. Wir haben einmal das Just A und wir haben einmal Nothing. Kümmern wir uns erstmal nur um den Just A-Fall. Unser A hat jetzt den Typen Maybe IO A1. Wir sollen zurückgeben etwas vom Typen Maybe IO A1. Gratulation, das klingt einfach. Das kriege ich hin. Ne? Die Frage ist jetzt, okay, jetzt haben wir einen Nothing und wir sollen etwas vom Typen Maybe IO A1 produzieren. Wie kriegen wir das hin? Wir haben ja, wenn wir uns hier die Variablen angucken, die helfen uns alle nicht weiter. Das A1 kommt, wenn dann, nur in diesem rekursiven Aufruf vor und der rekursive Aufruf bringt uns genau gar nichts, weil wir dafür kein Argument haben. Ja? Welchen Typen hat Nothing? Nothing hat ist vom Typen maybe irgendwas, aber wir sollen ja ein maybe IO zurückliefern. Aber Nothing ist eine sehr gute Sache. Welchen Typen hat Nothing denn? Maybe was? Maybe alleine ist ja kein Typ. Hm?
Welchen Typen hat Maybe? Welchen Typen hat Just 5? Alle, ja? Maybe. Genau. Welchen Typen hat Nothing? Ja? Maybe irgendwas. Also Maybe Nothing hat den Typen Maybe A oder wenn wir hier wollen auch Maybe A1. Nothing hat halt jeden Maybe-Typen. Ne? Das heißt, der zweite Parameter interessiert gar nicht bei dem Maybe. Nothing ist einfach in allen drin. Und wir müssen halt jetzt nur noch das Nothing irgendwie passend verpacken. Wie kriegen wir ein Maybe-IO? Natürlich, wir nehmen den Konstruktor. Gratulation. Wie kriegen wir etwas in IO rein? Da wir hier Bind definieren, habe ich halt Return passenderweise genommen. Wie kriegen wir etwas in ein Maybe? Ja, brauchen wir gar nicht, weil wir haben ja schon unseren Wert Maybe A1, indem wir einfach sagen, das ist Nothing. Ne? Das heißt, Nothing, haben wir ja gerade klargestellt, wohnt in jedem Typen Maybe A. Und deswegen können wir das so schreiben und so ist unsere Monadeninstanz komplett fertig. Ne? Das heißt, das ist ein bisschen tricky, da muss man ein bisschen mehr nachdenken, insbesondere hier so eine Hilfsfunktion schreiben und so weiter und so weiter. Da kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen. Cool, jetzt haben wir unsere Monade, Maybe.io. Jetzt nehmen wir doch einfach mal Do-Notation. Wir wollten eben machen, wir wollten erst Get-Inbox machen, dann wollten wir ein Put-String-Line machen, dann wollten wir die First-Mail holen, den Header holen und so weiter und so weiter. Ne? Schreiben wir jetzt runter, kompilieren das und der Compiler meckert uns an. Kann mir irgendwer sagen, was schiefgegangen ist aus den Fehlermeldungen? Genau, alle Funktionen, die wir benutzen. Wir versuchen hier oben Get-Inbox aufzurufen. Das hat den Typen Maybe-Inbox. Wir wollen aber in der Maybe-IO-Monade schreiben. Das heißt, wir müssen das irgendwie in den Typen Maybe-IO-Inbox einpacken. Oder bei dem Put-String-Line hier in der Mitte haben wir den Typen IO-Unit. Da wir in der Maybe-IO-Monade schreiben wollen, müssen wir den irgendwie in die Maybe-IO-Monade reinheben. Ne? Und also brauchen wir halt zwei Konverter. Wir müssen irgendwie Maybe nach Maybe-IO kriegen und wir müssen IO nach Maybe-IO kriegen. Das ist aber überhaupt kein Problem, weil einpacken, auspacken haben wir jetzt schon einiges an Erfahrung mitgemacht. Wenn wir Return von IO aufrufen, also gegeben, wir haben jetzt einen Maybe A, also die erste Funktion, die wir schreiben wollen. Wenn wir Return von IO aufrufen, auf Maybe A, kriegen wir das in ein IO Maybe A eingepackt. Und dann nehmen wir einfach den Konstruktor und wir haben es in der Monade drin. Das heißt, das Einzige, was wir tun müssen, ist Maybe IO aufrufen, nachdem wir Return aufgerufen haben, nachdem wir unsere Funktion aufgerufen haben. Für Maybe ist das dasselbe, wenn wir uns angucken, just packt ein A in ein Maybe A ein und fmap just, fmap das halt durch IO durch. Das heißt, wenn wir ein IO A haben, kriegen wir ein IO Maybe A raus. Das heißt, so kriegen wir ein IO A zu einem IO Maybe A, was wir dann mit Maybe IO wieder einpacken können. Ist das soweit klar beim Konvertieren? Ist klar? Noch, hat sonst noch irgendwer Fragen oder ist irgendwas unklar? Nein? Nicht? Gut. Okay, da wir jetzt gesagt haben, wir können diese Funktion schreiben, können wir sie anwenden. Und wir machen jetzt hier, wir haben unser Get-Inbox, das ist ein Maybe. Mit Return heben wir es in IO, mit Maybe-IO packen wir es ein und der Pfeil packt es wieder aus. Grandios. Unser Put-String-Line, was eine IO-Aktion ist, da fmappen wir just drauf, kriegen dann einen IO-Maybe-A, packen es wieder ein und dann wird es auch ausgeführt. Und so weiter und so weiter. Allerdings, wer möchte freiwillig so einen Code schreiben? Vorher war das so richtig schön, also ähnlich dazu, wenn man jetzt hier die zweite Zeile weglässt, war das einfach sehr schön kompakt. Ja, und ich meine, das sieht schon besser aus als dieses gesamte Case, Do, sonst irgendetwas, was wir am Anfang hatten. Aber das ist halt immer noch hässlich. Und wenn Haskeller eins nichts abkönnen, ist das hässlichen Code. Und außerdem schreiben wir hier dreimal Maybe IO, Return, sonst irgendetwas. Und wenn wir halt
so ein Problem sehen und wir sehen halt ein Muster, dann lagern wir das Muster aus. Wir definieren einfach zwei Funktionen, lift maybe, was uns das passend einpackt, und wir definieren uns eine Funktion lift.io, was uns das passend einpackt. Und wenn wir diese beiden Funktionen definiert haben, dann sieht das so aus. Das ist schon viel, viel kompakter, viel, viel weniger Klammern. Und diesmal unterscheidet es sich nicht wirklich viel von dem Code, den wir eigentlich ursprünglich geschrieben haben. GetInbox liegt in der Maybe-Monade und dann schreiben wir dahin liftMaybe. Das hebt uns das aus der Maybe-Monade dahin, wo wir haben wollen. PutStringLine liegt in der IO-Monade. Mit liftIO heben wir das hoch in die Monade, die wir haben wollen. Und genauso hier bei getFirstMail und getHeader. Ich meine, jetzt müssen wir halt in jeder Zeile dran schreiben, welche von unseren beiden Monaden wir nehmen müssen. Aber wir können halt jeweils beide Monaden nehmen. Und insbesondere diese Funktion getFirstMail ist halt immer noch in Maybe. Und da wir liftMaybe gemacht haben, hat die keine Chance mehr, also hat diese Funktion selber keine Chance mehr, auf I.O. zuzugreifen. Und macht halt immer nur, also ist im Prinzip immer noch pur. Ne? Das heißt, man kann nicht zufällig dann hier da drin irgendeine Funktion aufrufen, die dann ganz komische Dinge tut. Ne? So, jetzt machen wir nochmal einen kleinen Recap. Oder gab es Fragen? Wir machen jetzt nochmal einen kleinen Recap und gucken, welche Eigenschaften von I.O. haben wir eigentlich genutzt. Ne? In der Funktorinstanz, die habe ich hier nochmal kurz aufgeschrieben, das Einzige, was wir benutzt haben hier von I.O., war hier das erste FMAP, was das FMAP von I.O. war. In der Applicative-Instanz haben wir in der ersten Zeile, das erste Pure ist das Pure von I.O., das haben wir genutzt. Und in der zweiten Zeile haben wir das Apply von I.O. benutzt. Also in der letzten Zeile ganz unten, vor dem Run Maybe I.O. X. Ne? Das heißt, wir haben nur Pure und I.O. von Applicative benutzt. Und in der Monadeninstanz haben wir nur Return und Bind von I.O. benutzt. Das heißt, dieses Bind hier war ein Bind von I.O. Und das Return hier unten in der Hilfsfunktion war das Return von I.O. Das heißt, wir haben nichts Intrinsisches von irgendwie I.O. benutzt, also Return und Bind habe ich auf jeder Monade, Pure und Apply habe ich auf jedem Applicative und FMAP habe ich auf jedem Funktor. Das heißt, wieso sollen wir das nur auf I.O. beschränken? Wir können das einfach für jede Monade machen. Und dann sagen wir einfach, okay, wir machen jetzt ein Maybe T. T steht für Transformer, deswegen heißt das Ganze auch Monad Transformers. Wir schreiben hier ein Maybe T, MA, wobei halt M irgendeine beliebige Monade sein muss. Ne? Und dann machen wir maybe t ist run maybe t m das maybe a. Das ist genau dieselbe Definition, nur dass wir jetzt halt den zweiten Parameter m eingefügt haben und vorher m einfach immer auf I.O. festgelegt war. Sieht jeder den Zusammenhang zu der Definition oder soll ich nochmal zurückgehen? Sieht das jeder? Oder? Gut. Und das hier ist der Code mit Functor Applicative Maybe für die I.O.-Sachen auf einer Folie. Und das ist der Code, wenn wir den Monad Transformer nehmen. Und ich wechsle jetzt mal so ein paar Mal hin und her. Und wenn ihr genau hinguckt, seht ihr oben in der Instanz, ändert sich natürlich hier der Typ. Es kommen halt die jeweiligen Voraussetzungen dazu. Weil wir machen das jetzt hier, die Monadeninstanz haben wir für jede Monade. Die Applicative-Instanz haben wir für jedes Applicative. Vorher in I.O. war das klar, weil I.O. liegt ja schon in den Klassen drin. Ansonsten tauschen wir halt run maybe I.O. durch run maybe t aus. Und den Konstruktor maybe I.O. tauschen wir durch den Konstruktor maybe t aus. Der Rest des Codes ist komplett identisch, ist genau das, was wir gerade geschrieben haben. Und das funktioniert jetzt auf einmal nicht nur für I.O., es funktioniert jetzt für alle Monaden. Das ist schon ziemlich cool. Das heißt, wir können jetzt irgendwie, zumindest für Maybe, können wir jetzt alle Monaden damit reinstecken. Beziehungsweise andersrum, wir können ein Maybe in alle Monaden reinstecken. Man sieht hier bei dem Monad Transformer, man hat hier, das M ist immer die äußere Monade. Das heißt, das Maybe ist da drin.
Wenn wir zum Beispiel Maybe.io machen, haben wir ein Maybe in einer IO-Berechnung. Und was wir jetzt zum Beispiel machen können, ist, wir können ein Maybe T Either schreiben, was nicht viel Sinn macht. Oder State hatten wir eben. Wir können jetzt ein Maybe T State machen, was halt ein State mit einem Maybe drin ist. Ne? Frage ist nur, hier war das okay. Wir hatten eben allerdings bei dem Codeschreiben die Sache, dass wir mit dieser Lift-Funktion uns genau die Monade aussuchen konnten. Frage ist, wenn wir die Monade nicht kennen, wie tun wir das? Ja? Und die ganz stumpfe Antwort ist, wir definieren uns eine Typklasse, die einfach sagt, das muss funktionieren. Und wir sagen, wenn wir eine Monade M haben, M in diesem Fall kann zum Beispiel unser maybe T.io sein, dann sagen wir, das liegt in der Typklasse Monad.io, wenn du mir eine Funktion geben kannst, wie du einen IO-Aufruf verarbeitest. Wenn wir zum Beispiel machen maybe T.io, was wir eben hatten, dann ist das Lift.io genau dasselbe, was wir eben geschrieben haben. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel ein maybe T von maybe T von IO haben, oder irgendeine andere Kombination, oder ein maybe T von State mit irgendwas drin, dann können wir über diese Typklasse immer in IO hochgehen. Und in Code, wo wir, wenn wir mit solchen Monad-Transformern arbeiten, in Code, wo wir IO verwenden wollen, schreiben wir einfach nur vorher als Voraussetzung hin, die Monade, in der wir arbeiten, ist nicht nur in M, sondern die liegt in Monad, die liegt halt auch in Monad.io. Und dann können wir in der Monade jederzeit machen Lift.io und IO-Aktionen ausführen. Ne? Genereller gibt es noch die Funktion Lift, die ist in der Klasse Monad.trans. Das heißt, wenn ich eine Monade M habe, gibt es eine Funktion, die mich von MA in TMA hebt. Das heißt, Lift hebt euch genau eine Ebene höher. Weil der Monad-Transformer kann halt, also zum Beispiel unser maybe T, nimmt halt jede Monade. Da ein Monad-Transformer aber auch eine Monade ist, können wir einen Monad-Transformer auf einem Monad-Transformer auf einem Monad-Transformer bauen. Und uns so 5 Monaden oder so übereinander stecken. Und aus jeder die Eigenschaften nutzen. Wir müssen dann halt nur auswählen, welche Eigenschaften wir benutzen wollen. Und das ist halt die allgemeine Funktion für verknüpfbare Monaden. Und mit Lift heben wir uns einfach eine Ebene in diesem Monad-Stack höher. Ich glaube, das wird gleich an den Beispielen noch klarer. Bevor wir zu den Beispielen kommen, machen wir noch mal ein bisschen was Generelleres. Kann man das für jede Monade machen? Ja, weil für Maybe haben wir es jetzt einmal durchexerziert. Für Maybe funktioniert es offensichtlich. Können wir das zum Beispiel für IO machen? Funktioniert das? Und wenn nein, wieso nicht? Antwort ist, das können wir nicht machen. Für Funktoren und Applicatives kann man diese Sachen machen. Für Monaden geht das nicht. Wenn ich 2 Funktoren habe, kann ich immer einen Funktor kreieren. Wenn ich 2 Applicatives habe, kann ich immer ein Applicatives kreieren. Wenn ich 2 Monaden habe, kann ich nicht unbedingt eine neue Monade daraus machen. Und um euch zu zeigen, dass das geht, gibt es den Typen Compose. Der nimmt einfach 2 Typen, FG und irgendeinen Wert und steckt die ineinander. Das heißt, ihr habt einen FGA. Und ihr könnt eine Funktorinstanz dafür schreiben, indem ihr einfach nur das Ding, also das, was ihr komponieren wollt, darauf macht ihr genau das, was wir eben gemacht haben. Ohne dieses Auspacken, Einpacken, was wir eben hatten, fällt das Ding zusammen auf fmap.fmap.f. Also dieses doppelte fmappen ist die gesamte Magie, die 2 Funktoren zu einem neuen Funktor macht. Und der Rest ist bisschen Einpacken, Auspacken für das für den Compose-Konstruktor. Für Applicatives sieht das ähnlich aus. Das ist genau das, was wir eben hatten. Pure ist einfach wieder pure angewendet und dann halt wieder eingepackt, weil wir oben den neuen Typen definieren mussten. Und wenn wir eine Funktion f haben und ein x haben in irgendeinem kombinierten Ding, dann ist das wieder das Apply von dem Inneren geFmapped auf das Apply von dem Äußeren.
Und genau das, wo wir eben mit Maybe und I.O. so schön rumgerätselt haben, das ist genau hinten dieselbe Zeile. Ist genau dieselbe Zeichenfolge. Und das funktioniert für jeden Applicative. Das heißt, man kann aus zwei Funktoren immer einen neuen Funktor machen, der dann halt der die Eigenschaften von beiden hat und sich sofort richtig verhält. So wie man das erwarten würde. Seit GHC 8.0, wir benutzen noch den 7.10er, seit GHC 8.0 sind diese auch im Modul Data Functor Compose in der Base drin. Vorher waren die in der Transformers Library und wurden da halt zur Verfügung gestellt. Das heißt, man musste eine externe Library einfach reinmachen, die genau solche Spielereien macht. Seit GHC 8 sind die sogar standardmäßig mit dabei. Da braucht ihr nur GHC installieren und habt sofort diese Sachen und ihr macht dann einfach nur noch, ihr habt zwei Strukturen, macht dann irgendwie Compose AB, stellt euch oben das Ding zusammen und kriegt quasi alle Instanzen geschenkt. Das geht für viele, viele, es gibt da überraschend viele Instanzen, wo das funktioniert. Was ich gesehen habe, war Functor Applicative, dann noch so Sachen wie EQ, Ort und so weiter und so weiter. Wenn ich irgendwie zwei Funktoren habe und ich habe auf irgendeinem Funktor eine EQ-Instanz, beziehungsweise ich habe auf dem Wert eine EQ-Instanz, da kann ich zwei doppelt eingepackte Sachen direkt miteinander vergleichen. Zum Beispiel, wenn ich eine Liste von Maybes habe, kann ich eine Liste von Maybes direkt mit einer Liste von Maybes vergleichen. Und wenn die gleich sind, kriege ich ein True raus. Und wenn sie nicht gleich sind, kriege ich ein False raus. Ohne, dass ich mir irgendwie selber eine Funktion schreiben muss, die irgendwie das doppelt f-mappt und sonst irgend so ein Krempel macht. Und das funktioniert auch mit beliebig komplizierten Funktionen. Ja? Der Knackpunkt bei Monad, ich habe ja eben schon gesagt, bei Monaden funktioniert das nicht. Der Knackpunkt liegt halt an genau dieser Hilfsfunktion. In dieser Hilfsfunktion müssen wir einmal den Wert auspacken. Da kommen wir nicht drum rum. Und wir müssen halt alle Fälle behandeln und wir müssen in allen Fällen ein sinnvolles Ergebnis zurückgeben. In manchen Fällen kann es halt passieren, dass wir hier irgendwie mehrere Fälle haben, die wir dann aber nicht weiterreichen können. Was ist denn, wenn wir irgendwie nicht in einen Just A hätten, sondern irgendwie ein FuAA, wo zwei Dinger drin sind? Dann ist die Instanz auf einmal nicht eindeutig. Dann weiß ich nicht, welches der beiden soll ich zurückgeben. Oder wir haben irgendwelche Typkonstruktoren, die andere komische Dinge machen. Ja? Das heißt, das funktioniert nicht generell, aber für sehr viele Monaden. Sobald wir diese innere Funktion schreiben können, weil man sieht hier, auch bei MaybeT, wir haben jetzt hier schon den Monad Transformer, der geht für beliebige Monaden. Allerdings haben wir halt das MaybeT und wir müssen hier auf die Konstruktoren von Maybe Pattern matchen. Wenn wir jetzt irgendeine Monade haben, müssen wir auf die Konstruktoren der jeweiligen Monade Pattern matchen. Was machen wir zum Beispiel, wenn da eine Funktion drin steht, die wir dann nicht zurückgeben können, ohne irgendwas damit zu tun oder so? Da kann man sich ganz komplizierte Dinge ausdenken, die einfach kaputt gehen an der Stelle. Ja? Und insbesondere halt für I.O., wie wir eben schon einmal hatten, auf I.O. kann ich nicht Pattern matchen, also kann ich nicht da auf I.O. Pattern matchen und den richtigen Fall extrahieren. Das geht nicht. Ja? So. Ich hatte eben schon versprochen, wir kommen zu ein paar Beispielen. Wir haben schon ein paar Monaden kennengelernt, so die gängigen. Die kann man auch fast alle miteinander kombinieren. Und für die gibt es dann jeweils das Transformer-Äquivalent. Und dann kann man hier so einen lustigen Monad-Stack bauen mit, wir haben hier einen State-T, MyState, da drin ist ein Ether-T-String, da drin ist ein Maybe-T und ganz unten ist ein IOR. Das heißt, wir haben jetzt hier, IOR ist die unterste Ebene und Maybe-T liegt da drüber, Ether-T liegt da drüber und State-T liegt da drüber. Ja? Das heißt, wir können irgendwie eine I.O.-Aktion machen. Wir können dann fehlschlagen ohne Fehlermeldung. Wir können fehlschlagen mit Fehlermeldung. Und wir haben einen Zustand, den wir noch hin und her jonglieren können. Und wie schreiben wir jetzt Code dafür? Wenn wir jetzt die passenden Monad-Trans-Instanzen geschrieben haben, dann können wir einfach sagen, wenn wir hier eine Funktion ausführen, hat die diese Typsignatur, also liegt komplett in dem Monad-Stack drin. Wir können allerdings auch Funktionen, die hier nur Teile davon benutzen. Wenn wir zum Beispiel nicht auf die State-Berechnung zugreifen möchten, können wir einfach sagen lift und dann
haben wir nicht mehr State, MyState mit dem gesamten Kladderadatsch, sondern nur noch das dahinter. Wir haben hier nur noch ein EtherT-String. Wenn wir zweimal Lift anwenden, hat die Funktion die Form MaybeT-IO-Int. Und wenn wir Lift-IO machen, können wir direkt die IO-Aktion ausführen. Das heißt, wir können uns so halt jeweils die monadische Ebene aussuchen, auf der wir arbeiten möchten. Ja. Das wird gleich noch viel konkreter. Allerdings stelle ich euch erstmal ein paar Monad-Transformer vor. Die Monaden dazu solltet ihr zumindest schon mal gehört haben. Mhm. Zum einen haben wir halt die Reader-T-Monade, was ein Read-Only-Environment ist. Reader-T rufe ich am Anfang auf, gebe ich einmal irgendeinen Wert rein und dann kann ich, solange ich in dieser Monade bin, jederzeit auf diesen Wert zugreifen. Ich kann ihn aber nicht verändern. Das ist also ein Read-Only-State. Dazu gibt es natürlich auch das Gegenteil. Es gibt einen Write-Only-State. Da kann ich immer nur was reinschreiben, aber ich kann nie wieder etwas zurückholen. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn ich irgendwelche Sachen wegloggen möchte. Die Funktion heißt, passenderweise heißt die Funktion dazu tell. Ich sage einfach nur tell und dann einen String oder so oder wie auch immer ich mir den definiert habe. Und dann fügt er den String in eine Liste hinzu. Und dann mache ich immer, an jedem Schritt in meinem Programm mache ich irgendwie tell, tell, tell. Und dann habe ich am Ende bei einem Fehlerfall oder so ein komplettes Log, wie weit bin ich gekommen. Und ansonsten kann ich ganz normal meinen Code wieder runterschreiben. Dann hatten wir natürlich State schon. Und bei State sind genau dieselben Funktionen, die wir schon kennen, nämlich get, put und modify. Und dann gibt es halt noch either für fehlschlagende Operationen mit Fehlermeldung. Und es gibt noch maybe für fehlschlagende Operationen ohne Fehlermeldung, wo ich dann halt einfach nur nothing zurückkriege. Und je nachdem, welche Möglichkeiten man haben möchte von diesen Eigenschaften, kann man die beliebig miteinander kombinieren. Ja? Es kommt allerdings auf die Reihenfolge an. Wenn ich hier habe einen State, MyState, EtherT, String, Identity, dann kann die Operation fehlschlagen, aber ich komme nach dem Fehlschlag noch an den State dran, von außen. Das heißt, ich kriege, mein EtherT schlägt fehl und ich kriege eine Left-Fehlermeldung, aber kann dann zum Beispiel noch ausgeben, die Fehlermeldung war so und so, übrigens der Zustand war der und der, vielleicht hat der zum Fehler geführt. Wenn ich das allerdings tausche, ich habe einen EtherT und da drin einen StateT, dann kann ich halt auf meinem State rumrechnen und am Ende schlägt die Funktion fehl mit einer Fehlermeldung, aber dann komme ich nach der Fehlermeldung nicht mehr in den Zustand dran. Ne, der wurde an der Stelle schon komplett entsorgt und garbage collected. Und die häufigste Kombination, die einem so begegnet, ist ein Read-Write-State-Transformer, also kurz RWST. Das Modul heißt auch RWST. Und Echtweltprogramme, insbesondere so Spiele oder so, sind häufig durch einen RWST-IO mit der Außenwelt verbunden. Also ich habe die Reader-Monade, die mir irgendwie Konfiguration zur Verfügung stellt, welches Verzeichnis bin ich, wie sind die Tastenbelegungen und so weiter und so weiter. Ich habe einen Write für, ich schmeiße Logdateien raus oder erstelle ein Protokoll oder sonst irgendwas. Ich habe den State für meinen Spielzustand, wo bin ich, wie sieht's aus und so weiter und so weiter. Und ich habe I.O., damit ich jederzeit irgendwie Netzwerkaktionen machen kann und auf Netzwerkdaten zugreifen kann. Und ein einfaches Beispiel ist diese Funktion, wo wir hier ein Environment haben. Das wird dann häufig auch env genannt, wo einfach nur ein Dateiname drin gespeichert ist. Und wenn wir jetzt die Eingabe lesen wollen, dann können wir einfach sagen, ask, gib mir das Environment. Und dann sagen wir hier, lift.io, lese mir diese Datei ein, die ich gekriegt habe. Und dann kriege ich halt den String zurück, was er mir aus dem Environment gelesen hat. Ist das soweit klar? Sollte ein recht einfaches Beispiel sein. Ja? Genau. Und ein komplizierteres Ding ist ein Beispiel aus dem Spiel. Das ist zum Beispiel eine Main-Funktion aus dem Spiel, man macht vorher natürlich sein Setup, man liest irgendwelche Konfigurationssachen ein und so weiter und so weiter. Das ist alles vorher passiert. Wir haben jetzt hier ein Environment mit env, wir haben einen leeren Writer, also wir können einfach nicht loggen. Und wir haben einen State, den wir irgendwie definiert haben und die unterste Monade ist IO. Das heißt, wir können hier mit ask unser Environment kriegen, wo zum Beispiel Tastaturbelegung drin liegt oder so.
Und dann machen wir hier Lift.io, hol mir bitte den User-Input mit dieser Tastaturbelegung, die angegeben ist. Ja? Dann holen wir uns die alte Welt aus unserem Spiel. Wir holen uns einfach den State. Und dann sagen wir, okay, die neue Welt ist ein Weltupdate mit den eingelesenen Daten, die du hier gekriegt hast, und der alten Welt. Ja? Und das, diese Funktion ist magisch, die generiert uns halt eine neue Welt. Neuen Zustand. Ja? Und dann setzen wir den neuen Zustand und gucken, hat der Benutzer den Exit-Key gedrückt? Irgendwie Escape, Quit, was auch immer. Und wenn er den Exit-Key gedrückt hat, kriegen wir ein IO-Unit. Ansonsten gibt es hier diesen schönen Unless, der prüft halt, stimmt das? Wenn das nicht stimmt, geht er hier rekursiv ins Main-Loop rein. Wenn das stimmt, bricht er die Funktion ab. Das heißt, es ist eine einfache Endlosschleife, solange bis der User den End-Key gedrückt hat. Und die Taste könnte jetzt sein, irgendwie, ich habe WASD gedrückt oder so, und dann könnte das Update World natürlich innen auf dem Zustand arbeiten und irgendwie zum Beispiel unsere Write-Funktion nehmen, um den Spieler umzusetzen und so weiter und so weiter. Und das ist halt so ein klassisches Game Loop, was ein Environment hat, was über I.O. Zustandsabfragen machen kann oder da auch Netzwerkkommunikation machen kann und so weiter und so weiter. Und das Update des internen Zustandes wird halt hier in einer Funktion gemacht und der neue Zustand wird dann gesetzt. Und wichtig ist, dieses Update World, dieses Zustandsupdate, ist komplett pur. Das interagiert nicht mehr mit der Außenwelt und damit ist es sehr einfach testbar. Ihr könnt zum Beispiel einen Quick-Check-Test schreiben, der einfach mal random Tasten in euer Modell reinschmeißt und guckt, ob das irgendwie einen validen Zustand zurückgibt. Schreibt ihr eine Funktion, die den Zustand überprüft, wie zum Beispiel ist der Spieler aus dem Spielfeld gelaufen, und dann sagt ihr einfach nur Quick-Check, egal was du da reinschmeißt, danach darf das hier nicht wahr sein. Und dann generiert er euch Testcases und spielt quasi euer Spiel mit 20.000 Eingaben durch und dann wisst ihr, okay, auf die meisten Eingaben reagiert er halbwegs vernünftig. Ja? Das war es dann auch für die Vorlesung. Für heute gibt es noch irgendwelche Fragen? Ja? Ja. Weil es eine, die Frage war, warum das Get nicht geliftet werden muss. Es gibt eine Typklasse, die nennt sich, wir hatten eben MonadTrans, was uns das generelle Lift zur Verfügung stellt. Es gibt auch noch eine Klasse MonadReader, MonadWriter und MonadState, die genau sagen, dass die richtig verarbeitet werden müssen, egal wie ich mir den Stack zusammenstelle. Und die sind hier natürlich auch schon komplett drauf definiert und deswegen kann ich das get einfach direkt machen und muss nicht irgendwie machen lift.lift.get oder so, um mich in die richtige Ebene zu heben. Das heißt, über eine Typklasse kannst du erzwingen, dass zumindest 2, 3 Funktionen, die du häufig benutzt, irgendwie richtig aufgelöst werden müssen. Das heißt, du schreibst eine Typklasse, in diesem Fall MonadState, und dann sagst du, get muss irgendwie verarbeitet werden. Genauso wie wir gesagt haben bei Monad.io, Lift.io muss irgendwie verarbeitet werden. Und uns ist egal, wie das konkret aussieht, weil wie das konkret aussieht, schreibt der User, der sich die Monaden zusammenstellt, der muss dann einfach nur schreiben, Instance Monad.io, und dann muss er einmal angeben, wie er das aufgebaut hat, wie man da durchkommt. Und dann kannst du das als Anwender einfach ganz simpel benutzen. So, weitere Fragen? Keine? Dann würde ich mal sagen, bis nächste Woche.